Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Ich bin Tizi. Ja, willkommen zu diesem Video, wo es heute um Merlin Röhl vom SC Freiburg gehen soll. Ein wirklich sehr talentierter junger Mittelfeldspieler, der nur in 4 Jahren vom SV Babelsberg bzw. von einer App zum SC Freiburg gekommen ist in die Bundesliga. Wie das genau passiert ist, was er mitbringt, warum er so speziell ist und wie man in 4 Jahren zum Bundesliga-Profi werden kann, das erfahrt ihr heute von mir. Ich würde sagen, wir starten rein in dieses Video. Viel Spaß! Merlin Röhl, ein 20-jähriges Talent vom FC Ingolstadt, ist in dieser Woche zum SC Freiburg gewechselt. Das ist auf jeden Fall eine Meldung wert. Warum? Ja, weil der vor 4 Jahren, also sprich 2018, hat er noch beim SV Babelsberg gekickt. Und zwar nicht in irgendeiner Nachwuchsakademie oder einem Nachwuchsleistungszentrum. Nee, nee, der war da einfach bei den B-Junioren. Und hat einfach just for fun gekickt, ist normal in die Schule gegangen, hat mit seinen Eltern in Potsdam gelebt. Und jetzt, 4 Jahre später, ist er einfach das teuerste Eigengewächs des FCI, das jemals verkauft wurde. Er ist im Millionenbereich verkauft worden. Warum freut mich das so? Ja, weil Merlin Röhl einfach nicht schon von den Eltern, seit er Kind war, irgendwie Richtung Profikarriere gepusht wurde, sondern weil er einfach Fußball liebt und sein Talent hat sich einfach bewiesen. Und das finde ich ganz speziell. Ich verfolge seine Geschichte tatsächlich schon eine Weile. Ich habe nämlich für die Fußball-App, wo er entdeckt wurde, für die habe ich gearbeitet. Das ist ein dänisches Startup, nennt sich Tonza. Und ich verlinke euch da gerne mal die App auch unten in der Infobox. Das ist natürlich nicht sponsert oder so. Ich arbeite auch nicht mehr für die. Aber ich finde es eine sehr, sehr coole Sache. Das ist, wie gesagt, für Nachwuchsspieler, also vor allem für junge, also jugendliche Kinder. Ich glaube, man muss aber ein Mindestalter haben. Man kann sich dann da anmelden, die ganzen Daten einpflegen. Natürlich geht es auch darum, dass diese Daten validiert werden. Also sprich von Teamkollegen, von Gegnern, von der Liga teilweise wird es dann eben nochmal validiert, ob das stimmt, was du da einträgst. Sonst könnte ja jeder sagen, hey, ich habe irgendwie 20 Tore diese Saison gemacht. Und niemand könnte das wirklich überwachen sozusagen. Und Tonza hat tatsächlich eine der größten Datenbanken im Bereich Fußball, vor allem im Nachwuchsfußball. Also ganz, ganz spannend. Und da wurden schon einige Spieler dadurch entdeckt oder haben dadurch dann sozusagen die Chance bekommen, bei größeren Clubs beispielsweise unter Vertrag genommen zu werden, Probetrainings zu machen. Einer dieser Spieler ist beispielsweise auch Jonas Wind, den wir jetzt in der Bundesliga auch schon eine Weile kennen, vom VfL Wolfsburg. Ist ein dänischer Spieler, also das Startup kommt auch aus Dänemark. Und ja, jetzt will ich aber auf jeden Fall auf den Fall, auf den speziellen Fall Merlin Röhl eingehen. Merlin Röhl ist mit seinen Stats in der App schon so aufgefallen. 5 Tore, 15 Vorlagen in nur 20 Spielen beim SV Babelsberg. Das hat ihm die Eintrittskarte verschafft für das Probetraining beim FCI. Also da hat man schon gesehen, wow, da steckt wirklich viel drin, viel Qualität. Er war dann eben beim Probetraining, konnte da überzeugen, konnte sich gegen 75 andere oder 74 andere Spieler durchsetzen. Potsdam und Ingolstadt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gleich um die Ecke, das sind über 500 Kilometer. Viel weiter kann man in Deutschland eigentlich gar nicht wegziehen. Und das war für ihn dann natürlich schon ein krasser Bruch, weil wenn du davor jetzt auch nicht immer so gedrillt wirst und schon gewöhnt bist, auch so viel zu trainieren beispielsweise, dann ist es, glaube ich, schon ein krasser Schritt mit 15, 16, auch von zu Hause wegzugehen, von den Eltern, vom Umfeld, von den Freunden. Er ist dann eben ins Internat gezogen nach Ingolstadt. Und es sollte sich ja auch lohnen für ihn. Wenn man sich dann seine Folgejahre beim FCI anschaut, dann war das, glaube ich, für ihn der perfekte Ort zur perfekten Zeit. Er wurde da sehr, sehr gut gefördert, hat sich da scheinbar auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und in Ingolstadt hat sich in den nächsten Jahren ja auch ganz, ganz viel getan. Er hat sich in seiner allerersten Saison in der U17 des FCI einfach schon sofort zum Stammspieler etabliert. Nur ein Jahr später ist er bereits in die U19 aufgestiegen und nochmal ein Jahr später, 2020, ist er schon zu den Profis gekommen vom FCI. Muss ich wirklich sagen, Chapeau. Klar, du träumst wahrscheinlich schon davon, wenn du dann da an die Akademie gehst, dass du es vielleicht schaffst, aber wie viele träumen von der Profikarriere und wie viele schaffen es am Ende, das ist natürlich eine krasse Ungleichheit. Und er ist einfach ein wirklich spannender Spieler. Er kann sowohl offensiv als auch defensiv sehr vielseitig eingesetzt werden. Schon beim Probetraining ist er durch seine Schnelligkeit, seine Beweglichkeit und seine außergewöhnliche Technik aufgefallen. Und da denke ich mir auch wieder spannend, weil gerade Technik wäre was, wo ich gedacht hätte, da muss er vielleicht noch in der Akademie oder dann eben in den U-Mannschaften krass nachholen. Weil wenn du davor halt nur so hobbymäßig kickst, dann könnte ich mir vorstellen, dass du halt so ein Rohdiamant bist, der noch arg geschliffen werden muss. Aber diesen Eindruck hat man bei Merlin Röhl überhaupt nicht. Das zeigt sich ja auch eben ganz gut darin, dass er eben so schnell diese Sprünge gemacht hat. Und auch physisch scheint er wirklich fit gewesen zu sein. Er ist irgendwie über 1,90 inzwischen, also wirklich groß. Und scheint auch, wie gesagt,
sich physisch gegen seine Mitspieler früh durchgesetzt zu haben. Mit 18 war er schon Stammspieler beim FC Ingolstadt und hat dann auch so auf sich aufmerksam gemacht, dass die Nationalmannschaft ihn kontaktiert hat. Er hat dann erst die U19 gespielt und jetzt ist er inzwischen U20-Nationalspieler. Und ich bin mir sicher, dass wir von dem noch ganz, ganz viel sehen werden in den nächsten Jahren. Der Junge ist ja jetzt immer noch sehr, sehr jung, 20 Jahre jung. Und da bin ich echt gespannt, was wir noch sehen und hören werden, vor allem jetzt eben in Freiburg. Das ist ja die perfekte Plattform für ihn. Das ist ein Club, der bekannt dafür ist, ja, junge Talente zu fördern. Und auch Christian Streich, ich glaube, das ist perfekt für ihn, die Umgebung. Er wird da jetzt langsam ranwachsen können. Und trotzdem traue ich ihm das auf jeden Fall zu und ich traue ihm auch die Nationalmannschaft auf jeden Fall zu. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es ist viel passiert in der Zeit beim FCI. Unter anderem hat er auch den Aufstieg in die zweite Liga mitgemacht. Dann ja jetzt wieder der Abstieg in die dritte Liga. Aber wenn man sich überlegt, in 4 Jahren war der Junge einfach in der U19, U20, dann zweite Liga gespielt, dritte Liga gespielt. Jetzt ist er bei einem Bundesligisten, dann hat er Nationalmannschaft gespielt. Also unglaublich und das in 4 Jahren, das ist wirklich Schnelldurchlauf. Und für den FCI hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe vorhin schon gesagt, er ist das teuerste Eigengewächs, das je verkauft wurde. Bei Transfermarkt.de habe ich gefunden, dass er für einen erniedrigen, 7-stelligen Bereich wohl verkauft wurde. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der SC Freiburg den in ein paar Jahren sehr gewinnbringend weiterverkaufen wird. Ist ja auch irgendwie das ganze Konstrukt von Freiburg, dass man junge Talente holt, die aufbaut und die dann leider auch wieder ziehen lassen muss, siehe Nico Schlotterbeck beispielsweise, der dieses Jahr den Verein auch verlassen hat. Aber gut, ich meine, das ist der Circle of Life und so finanziert sich ja auch Freiburg irgendwo. Ich werde mir den Jungen jetzt sehr, sehr genau bei Freiburg anschauen. Ich hoffe, er kriegt da auch schon die ersten Einsätze. Bestimmt wird er nicht gleich in die Startelf einrücken, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er die eine oder andere Minute unter Christian Streich bekommt in dieser Saison. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr den auch mal ein bisschen genauer euch anschaut und bin sehr gespannt, wenn es so weitergeht in dem Tempo für ihn, dann, dann rede ich wahrscheinlich in 2, 3 Jahren schon vom FC Bayern, von Borussia Dortmund, wo er dann vielleicht spielt oder in der Premier League. Ich bin sehr, sehr gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.